Mit über 8000 Dollar am Konto, am Konto starten wir in die nächste Folge rein vom Supermarkt-Simulator. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, schön, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen an dieser Stelle. Wir bestellen nach, während die beiden nur fleißig am Einräumen sind. Und schauen dann mal, was uns überbleibt. Ich glaube, wir haben heute einiges zum Nachbestellen tatsächlich. Ja, denn die Leute haben wie böse Einkauf gestern. Also, Erdnuss, Butter, rotes Mehl, ja, die ganze Latte hier. So, Erdnuss, Butter, rotes Mehl, Olivenöl. Kann ich schon mal die Bestellung hämmern. Dann waren noch die Spaghetti-Nudeln und der Basmati-Reis war auch aus. Jo. Also einfach alles. Dann O-Saft und die weiße Cola und die 6er Milch. Bei weißen Milch bestelle ich 4 Pack. Nein, bestelle ich nicht. Bestelle nur 2 Pack, dann nochmal 2. Dann haben wir hier schon wieder. Das ist ja ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn, die haben uns ausgeräumt bis zum geht nimmer mehr. Also Bleichmittel. Bleichmittel. Komm gar nicht hinterher. Bleichmittel, Mozzarella. Sagen wir hier mal durch. Alter, schaut euch das an. Alles ausgeräumt. Unglaublich. Huhn. 4-mal. Unglaublich. Kann ich schon wieder gar nicht. Kann nur mehr 2-mal. Mein Gott, wo ist denn das depperte Huhn? Ist er hier. Ja nun. Da geht's dahin wieder, unser gutes Geld. Huhn, dann. Käse, Kaffee, guter Zucker, glaube ich. Käse, Kaffee, brauner Zucker ist es so. Dann Tee. Boah, da haben wir jetzt gleich gut zu tun mit Einräumen. Geht schon wieder nicht. Machen die doch mit Absicht. Okay, dann 2-mal Toilettenpapier und 3-mal Kartoffeln. So. Bevor ich das aber rausfeuer, schlicht immer nach und warte, ob nur irgendwo was ausgeht. Die sind jetzt auf jeden Fall mal fertig. Ich bin es auch nach dem Bestellmarathon. Wahnsinn. Ist ja unfassbar. Ja, ich habe euch wieder ein bisschen Arbeit besorgt, Jungs. Unfassbar. Aber gut. Aber gut. Nicht nur unfassbar, sondern halt auch gut. So. Soll ja genau so, soll es ja laufen. Boah, ich komme die Treppen nie runter.
So, habe ich die zwei wieder mit Arbeit eingedeckt. Na, die dachten, sie sind fertig. Tja. Das Leben ist hart und ungerecht, ich weiß. Die waren gedanklich schon im Feierabend. So. Was haben wir hier? Den Mozzarella. Ups. Nochmal. Ah, Mozi haben wir wieder 4-Pack bestellt. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Mir ist langweilig da draußen. Ich kann es gar nicht glauben, dass du schon fertig bist bei den Produkten, die ich da gerade reinbringe. Das will ich ja gar nicht glauben. Ach, die Milch. Okay. Der Tee. Und nochmal Milch. Sag einmal, was ist denn mit der Milch? So, nochmal O-Saft. So! Ja, heieieiei. Unfassbar. Familie, sollte man hier vielleicht einen Platz schaffen? Ich weiß es nicht, ob da noch was über ist. Bin mir unsicher. Okay, dann haben wir noch Toastbrot. Können wir noch zwei dazu packen? Ich traue mir ja fast wetten, wenn ich das Öl hier jetzt rausnehme. Wo ist es denn hier? Das passt doch schon ewig dorthin. Wo ist denn das Öl? Hier. Naja, gut, dass ich nicht gewettet habe. Gut, dass ich nicht gewettet habe. Also, was habe ich jetzt gesagt? Toastbrot 2. Ja, ich würde sagen, dann packen wir nochmal zweimal Kaffee dazu. Zweimal Kaffee und eventuell da das eine Müsli vielleicht. Schauen wir mal, was wir am Platz haben. Also, ja doch, geht sie genau noch aus. Einmal dieses Müsli und die helle Röstung. Ach, da ist ja auch noch was. Ach, da ist ja auch schon wieder alles aus. Gut, einmal müssen wir dann noch. Gar nicht schlimm. Ach nee, Blödsinn. Kartoffeln kommen, ja. Die haben wir ja jetzt erst mit dabei gehabt. So. Warum habe ich 4-mal Kartoffeln gekauft, wenn nur 3-mal hinpasst? Ach so, habe ich doch gar nicht. Ist doch Toilettenpapier. Ist doch Toilettenpapier. Ist doch alles gut. Jo. So habe ich jetzt nochmal Tee. Warum habe ich denn so viel Tee gekauft? Okay, egal, nicht schlimm. Lager sind gut gefüllt. Toast, ich habe den Toast vergessen. Mann! Ich habe diese Toast vergessen. Aber dann sind wir soweit. Soweit voll.
hat den Pablo-Zucker, würde ich mal sagen. Da bei den Keksen vielleicht nochmal. Damit wir ein bisschen was drauf haben. Und dann passt es. Genau. Dann bleiben uns nur 5.900. Rechnungen nur. Dann bleiben uns nur 5.789. Also knappe 5,8. Knappe 5,8 bleiben uns. 7.000 wäre das erklärte Ziel. Und wir haben definitiv wieder brav einkauft, also das ist schon gut so. Mit 7.000 können wir nämlich dann den Markt ausbauen, um noch mehr Platz zu schaffen für viele neue Regale. Dann können wir sie dann nachher ungestört weiterentwickeln, ohne dauernd 17.000 Mal da neu sie ausrichten zu müssen und haben wieder Platz, weil im Lager ist ja auch noch Platz, da haben wir ja hier nur ein Regal und hier nur eins. Das heißt, auf jeden Fall für zwei Lizenzen ist hier Platz. Wo war denn der gute? Ja. Jawohl, das war's. Wir sperren auf. Zack, los geht's. Puh, habt's gut gemacht, Jungs. Schulterklopf. Da liegt auch noch was. Oh, was ist denn das hier? Oh, nix. Nix ist das. Der Nachbar könnte gut mal gern seine Kartons hier ein bisschen aufräumen. Das ist ja ein Wahnsinn, wie es hier ausschaut. So. Und das Geschäft hebt sie. Wir machen Kassendienst. Los geht's. Der erste Kunde ist hier. Und lässt uns einmal 33,60 da. Das ist schön. Das freut mich. Einundvierzig, sechzig. Noch geht's entspannt los. Morgens geht's immer noch. Morgens geht's. Ah, Kaffee. Ein Kaffee hast du da hinten versteckt. Dachte mir schon, du kommst aus der komischen Richtung. Aber er war nicht im Lager, er hat nur Kaffee geholt. Über 100 Dollar Einkauf. Ist ganz in meinem Sinne. Das weniger. Das ist jetzt nur Platz von anderen Kunden, die mehr kaufen wollen. Das finde ich frech. Leute, ich habe Hunger. Ich sehe da die ganze Zeit die Waren hier rumstehen. Ich kriege jedes Mal Hunger hier. Ich bin müde. Was ist denn jetzt los? Um Gottes Willen. I'm so sorry. Es ist um die Uhrzeit und die Uhrzeit schon im Supermarkt zu stehen. Ist natürlich nicht ohne. Ja, die Kasse, ja, bla 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 bla. Ich mach doch schon. Wenn die Leute ein bisschen genauer zahlen würden, würde es auch nicht so lange dauern. Es ist nicht meine Schuld.
machen eigentlich Leute, wenn die Kassen voll sind? Gehen sie dann wieder? Oh, echt jetzt? Oh, 127,10. Jawohl. Okay. Ich nehme es zur Kenntnis. Einmal Klopapier. Okay. Was ist denn heute? Alter, und dann zahlt sie nur mit einem 50-Dollar-Schein. Das ist doch, Häkel. Häkel ist das. Ja, so stelle ich mir einen guten Einkauf vor. 145,90. Dame, bitte, Dankeschön. Da haben wir wieder einen guten Basmati-Reis, der geht immer und immer wieder. So. Licht bräuchte man dann wieder. Licht. Ich bräuchte eine Lichtautomatik. Zeitschaltuhr wäre toll. Geht doch in jedem anderen Shop auch von allein. Die Modder können es auch, die haben es schon geschafft. Ja, ja, ich bin doch hier, du brauchst doch nicht klingeln. Saftzack. Oi, 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 habt ihr das gesehen? Mit großen Augen sind sie auf mich zugestapft. So, Alter, besetzt die Kasse, besetzt die Kasse. Wir wollen jetzt zahlen. Ja. Wird gemacht. Oh Gott, wo kommen denn jetzt? Aber jetzt hat er ein bisschen sehr viele Kunden gerade hier. Es ist gerade dezent unangenehm. Ja, genau. Kauf auch Toastbrot und friss rein in dein... Ja. Depperten Schädel hätte ich schon was gesagt. Gut, dass ich mir das gedacht habe. Dass ich mir das nur gedacht habe. Yep. So. Schön, schön, schön. Sehr, 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 sehr schön. Zahlt auch genau und das bei 109,50 Dollar. Ich sag ja, es geht ja. Die Leute müssen sich nur ein bisschen bemühen. 65,30. Mein Gott, wenn du das nicht genauer hast, dann zahl doch bitte mit der Karte. Bin ich gespannt. Der Tag scheint nicht so erfolgreich gewesen zu sein. Bin ich tatsächlich sehr, sehr gespannt, was da am Ende rauskommt. Ich meine, es sind nur einige Leute hier, aber... Wo haben wir um so viel Geld einkauft? Bin mir nicht sicher. Aber die 9000 könnte man vielleicht nur knacken mit ein bisschen... Naja, wobei, nee. Naja, ich weiß es nicht. Könnt ihr ausgehen? Ja, nee, so nicht. So nicht. Danke für nichts. Du hast meinen Tag ruiniert. Ich hoffe, das ist dir klar. So, 6 Dollar zurück. Jupp,
fehlen genau diese 26,08 Dollar, um die 9000 zu knacken. Und wer ist schuld? Diese eine Dame. Definitiv. Weil die so geizig war und nichts einkauft hat. Okay, auf den Tagesabschluss bin ich jetzt aber sehr, sehr gespannt. Wir schauen mal. 53 Sekunden war gut. Ja, so schlecht war es nicht. 3-2 haben wir verdient. Weniger natürlich, um einiges weniger als wie am Vortag. Aber eigentlich völlig im Schnitt. Also soweit okay. Und haben jetzt knapp 9000 Guthaben. Müsli, Müsli. Aber welches Müsli? Jetzt habe ich nicht geschaut. Haben wir ja nur... Ach du heiliger Bimbam. Okay, das ist bitter. Jokepeak ist im Preis abgestürzt. Und zwar gewaltig. Keiner will mehr Jokepeak. Bitter. Sehr, sehr, sehr bitter. Okay. Neuer Tag, neues Glück, würde ich sagen. Ne? Es geht schon wieder alles hier zur Neige. Kaffee, 8 Eier Milch. Kaffee, 8er und die Milch. Rotes Mehl. Spaghetti, weiß ich nicht, ob er aufbraucht, aber ich sag mal ja. Fast den Spazierengeher hier schlagen. Natürlich hat er sie nicht aufgebraucht. Danke für nix. Dann stellen wir die drunter ins Lager. Kein Problem. Wir wissen ja, wie es geht. Hier. Und dann haben wir hier nur den Kaffee. Ach du Heilig, da geht's gleich weiter. Zweimal Apfelsaft, 6er Milch, schon wieder die 6er Milch. Und die rote Cola. Krass. Zweimal Apfelsaft, die 6er Milch, die rote Cola. Die Nudeln. Echt jetzt? Euer Ernst? Schon wieder? Es war klar. Es war klar und schon ist sie wieder... Ja. Na gut, nicht schlimm. Ah, no. No, no, einfach no. Da gehört die Cola rein. Nochmal. Okay. Okay, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Was Olivenöl können wir jetzt aber endlich einmal da reinmachen. Ich weiß, ihr habt keine Lust, in die einzelnen Flaschen zu laufen. Ich weiß, ihr seid Saftsäcke. Chef macht es selbst, wie immer.
Wo ist denn das Öl? Hier. Zack. Also, Olivenöl. Okay, 4 Stück. Dann die Schokoriegel. Bleichmittel und Shampoo. So, Schokoriegel. Bleichmittel und Shampoo. Dann schon wieder der Parmesan. Unglaublich. Der Parmesan ist und bleibt der Dauerbrenner. Und das Wasser. Jawohl. So, gehen wir mal einräumen. Ich denke, das war noch immer nicht alles. Das würde mich sehr überraschen. Aber viel kann es auch nicht mehr sein im Gegenzug. Und wir haben nur 7,8 fast. Das heißt, der nächste Ausbau ist jetzt endlich in Griffweite. Wir können ihn quasi schon förmlich spüren. Okay. Badam, bam, 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 bam. Badam, bam, 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 bam. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Gut. So, jetzt stellen wir fest, dass da mal da oben noch Platz ist. Dann. Blöde Frage, wie schaut es mit dem Käse aus? Ich vertraue denen nicht so ganz. Wo ist denn der? Hier. Ah, der ist voll, okay. Dann haben wir ein Basmati-Reis und das Müsli hier. So, der Basmati-Reis und das gute Crispy Chibi. Jo, schaut gut aus. Ja, mehr oder weniger. Dann haben wir das Dingsbumsi da. Und diese da. Und einmal Toilettenpapier, einmal Grillhuhn. Grillhuhn und der Toilet Paper. Jawohl. So, geht uns jetzt noch was aus oder war es das? Ich frage für einen Freund. Joghurt. Warum kauft man die zwei noch mit Joghurt? Ich glaube zwar, dass er da sicher wieder einen Teil zurückbringt, aber
ist überhaupt nicht schlimm. So. Dann gleich nur die Rechnung, falls man die nicht eh schaut. Nein, haben wir natürlich nicht. Dann haben wir 7308. Jawohl. Das heißt, es wäre eigentlich soweit. Wo ist denn das? Es wäre eigentlich soweit. Wir haben genügend Geld für zweimal Ausbau. Warum zweimal? Das ist ganz einfach, weil ich bei einmaligem Ausbau immer diese komische Ecke im Supermarkt habe. Weil es immer so ein 4x4er Block ist, der ausgenommen wird. Und mich das unfassbar nervt, weil du musst alles umstellen bis zum nächsten Mal, wo du es dann wieder so richtest, wie du es gewohnt bist. Und darum baue ich jetzt nur mehr im Doppelpack aus. Ich finde das angenehmer, dann kann ich die Regale einfach weiterbauen bzw. versetzen das Stück und dann ist gut. Das ist der Grund, warum wir zwei Erweiterungen für insgesamt 7000 dann kaufen. Gut, perfekt, das war's. Ich würde sagen, den Ausbau machen wir dann gemeinsam in der nächsten Folge. Unsere fleißigen Regalbefüller sind definitiv am Start. Ich hoffe, auch du bist in der nächsten Folge wieder mit am Start hier beim Supermarkt-Simulator. Ich bin euer G. Schön, dass ihr mit am Start wart. Ihr Lieben, macht es gut. Lasst mir gerne Like, Abo, Kommentar da. Ich freue mich riesig drüber und wünsche euch noch alles Liebe, alles Gute. Macht es gut. Tschüssi und ciao, ciao.